Willkommen zurück in meiner Welt. Willkommen in meinem Wald. Willkommen in meinem nächsten Kapitel. Wow, was für eine Performance! Mit meinen neuen 2-Meilen-Stiefeln geht es jetzt direkt weiter und ich bin schon ganz gespannt, wie weit sie mich noch tragen. Aber bevor ich wieder raus auf die große Bühne gehe, muss ich noch die Einladungen zu meinem hoffentlich ganz persönlichen Ball rausschicken. Und jetzt freue ich mich, euch heute wieder mit meiner Stimme zu verzaubern. Hier kommt der V. Spannend. Ich bin jetzt sehr gespannt, weißt du? Das wäre ja jetzt ich, oder? Das war ja, genau. Oder? Vielleicht warst du bis letzte Woche. Drunger und jetzt sind wir da. Und jetzt Schlagabtisch. Sie machen das extra, oder? Ja, ich glaube so. Okay. Ich bin gespannt. Der Film fasziniert mich. Ja. You own whatever land you land on. The earth is just a dead thing you can claim. But I know every rock and tree and creature has a life, has a spirit, has a name. You think the only people who are people are the people and think like you. But if you walk the footsteps of a stranger, you learn things you never knew, you never knew. Have you ever heard the wolf cry to the blue corn? Colors of the Wind aus dem Film Pocahontas vom Pau. Wow. Und schon stehen wieder alle da im Studio. Sie die Heimer sind sie auch. Ein Applaus, lieber Pau. Hast du dir gefallen, wie gesungen hast, Francine? Also ich habe super gesungen. Ich muss sagen, ich habe ja extra, oder? Habe ich ja gedacht, für einen Pfau, oder? Blau zu blau. Habe ich gedacht, so. Durch Türkis. Ja, so. Schön. Es ist schon fast so hoch wie ich, oder? Also sie. Sensationell. Wäre das möglich? Ich muss sagen, weißt du, als ich das Lied gesungen habe ich das ein bisschen für dich gesungen heute Abend. Du
Das ist meine Pocahontas. Ich bin oh. Ah. Oh, danke vielmals. Das stimmt. Oh, es war wirklich mega schön gesungen. Ja. Wirklich sehr schön. Ey, ganz emotional. Du hast das super gemacht. Ich muss wirklich noch mal sich vorstellen, unter dieser Maske zu singen. Also unglaublich. Ich habe natürlich Indizien. Ja, klar. Aber von letzter Woche wieder. Ja, heute ist nicht so viel passiert. Ich nehme die von letzter Woche. Und dann habe ich, weiß nicht noch, möchtet ihr euch erinnern? Phrase sind du nicht. Aber ich war jetzt Dubai. Dort hat es auch Vögel. Nein, wir hatten Vögel. Vier Vögel links, zwei Vögel rechts. Habe ich schon das Gefühl gehabt, das muss doch etwas mit dem Alter zu tun haben. Und ich sage den Leuten, ich habe die ganze Woche verbracht. Vier Vögel links und drei rechts? Nein, zwei. Es gibt 42. Also, welche Schweizer Musikerin hat die ganze Woche gesucht? Ist 42? Das war hart. Es ist Jael. Es ist Jael, früher von Lunik, jetzt aber solo natürlich unterwegs. Und ich glaube, du bist voll ihr auf Sack gegangen. Also, 42 wegen vier Vögel. Wegen ja. Was? Vier Vögel sind links, ja. Zwei sind rechts. Die Falken sind vier, dann, zwei. Oh, sie sind okay. Oh. Es war ganz klar, die Frau muss 42 sein. Ja, Jael, du hast es super gemacht. Ja, Mathematik ist Mathematik, oder? Das ist klar. Vier, dann muss ich Thematik vier. Wow, das ist aber eine Woche lang, hast du überlegt. Ja. Also, das gute Ding will Weile haben. Das finde ich auch eine Weltleistung, was jetzt da gerade abgelegt hat. Das ist wirklich eine Weltleistung. Ich muss leider gehen. Aber Franzi, du hast gesagt, er sei falsch. Wer hat das Gefühl, dass es drunter ist? Zuerst hatte ich das Gefühl, dass ich Sandra Simo. Oder? Und nachher habe ich so gedacht, jetzt bei diesem Auftritt bin ich ein bisschen durcheinander gekommen. Muss ich ja ganz ehrlich sagen. Und jetzt hat es mich gedacht, so von dem her. Also, erstens muss ich sagen, grossartig gesungen, das möchte ich noch loswerden. Also, es ist ein Profi-Drunger. Es ist jemand, der nicht zuerst mal auf so einer Bühne steht, sondern es ist ein Profi-Drunger. Und es war wirklich grossartig gesungen. Und dann hatte ich eben das Gefühl, nicht 42, es wäre doch ein bisschen zu jung, wir nehmen ein bisschen älter. Und zwar Betty Legler, habe ich gedacht. Ah, wieder ein neuer Name. Vom Timbre her, in der Stimme, könnte das. Bin ich jetzt gerade ganz durcheinander gekommen. Das war also unsere Rocklady. Und dann würde sie uns auch wieder eine Nase umführen. Jetzt mit einer, so einer Ballade, weißt du, etwas Ruhiges. Und ich würde ja das auch so machen. Ich würde ja jetzt nicht mit Schlager auftauchen, sondern mit etwas ganz anderem. Darum habe ich gedacht, Frau Legler, könnte sie. Aber ganz neue Input. Ja. Habe ich da zu wenig oder zu viel Vögel gesehen? Zu wenig. Ah, zu wenig. Zu wenig. Okay, vielleicht kommen wir mit dem nächsten Indiz. Ja. Ja. Und seit dem Nemo wissen wir auch, zum Teil singen die Masken ja ganz anders als sonst im Leben. Ja, Christa. Ja, alles ist möglich. Ich schaue natürlich auch, was die Zuschauerinnen und Zuschauer sagen. Es sind ganz viele wichtige Tipps, die immer einfach weitergegeben sind. Es wurden auch ganz viele Namen gesagt, wie Sina. Wäre auch möglich, von der Stimme. Ich hatte mal auch neben Sandra Studer Paola Felix gesagt, das wäre ein schönes Comeback, oder? Auf die Bühne. Ich höre immer wieder, jede Woche, diese nasale Stimme. Und das ist für mich natürlich schon eine wichtige Charaktereigenschaft. Ja, das ist mir jetzt aber heute Sandra Simo. Sandra Simo, gell? Aber eben, alles ist möglich. Ja, aber ich mich so, hat sie das Nasale? Ich kenne das ein bisschen zu wenig. Ja, diese nasale Stimme. Das hat sie schon. Aber weißt du, ich habe jetzt das Gefühl, das wäre jetzt für Sandra Simo fast ein bisschen offensichtlich. Wir müssen, darum habe ich eben gedacht, gescheiter, Betty Legler, die sie rockt. Und Betty Legler, ganz richtig, du kennst sie ja, weil ich kenne sie nicht. Hat sie etwas zu tun mit der roten Stiefel? Wir haben gesehen, rote Stiefel. Ja, also wer hat nicht mal als Kind rote Gummistiefel gehabt? Verstehst du? Den kannst du immer bringen. Oder der gestiefelte Kater. Ja, soll ich mal versuchen, zusammenzufassen? Ja, darf ich noch schnell? Könnte nicht noch irgendein Maya Brunner? Oh. Nein. Und dann bin ich direkt abgelassen. Da ist die Dezidierte dagegen. Also, Entschuldigung, da bin ich voll dagegen, weil Maya Brunner ist viel tiefer. In der Stimme lag viel tiefer, das geht nicht auf. Nein, die kommt gar nie dazu. Die geht unten durch. Sie trotzdem mal. Hallo, ist der Kleine, Maya Brunner. Nein. Betty Legler. Sandra Simo oder Sandra Studer, Paola Felix haben wir noch gehört und Jael von Lunik. Und Sina, hat Christa noch gesagt, auch eine ganze Schwette an neuen Namen, die hier kommen. Schön.
So macht es Spass. Für deinen Auftritt. Super! Ihr macht es auch. Ja, wenn sie zuhause finden, die Hammerstimme. Was hast du gesagt? Ja, ich finde es total interessant, was euch alles einfällt. Ich weiß schon, wer ich bin. Also wenn sie zuhause finden, die Hammerstimme, muss ins Finale, dann gehen sie online auf masksingerswitzerland.ch oder die Zappen-App.